Ich zeige jetzt diese Präsentation und dann schauen wir weiter, Jungs, okay? Also, bitte schaut die Präsentation bis zum Ende, denn am Ende gibt es ein Gewinnspiel, okay? Das ist eigentlich eine Lüge, aber bleibt trotzdem bis zum Ende. Okay, kommen wir zu den Vorteilen mit, also für Facecam. Es gibt keine. Das war's, Jungs, mit der Präsentation. Wenn euch die Präsentation gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Nein, ich Spaß! Oh mein Gott! Okay. Vorteil. Hä? Das ist Werbung? Hä? Warum seht ihr? Warum sehe ich das und ihr nicht? Okay. Vorteil 1. Wir können Just Chatting machen und einfach PBL rumsitzen. Das ist Vorteil Nummer 1. Das ist cool. Das wollte ich nämlich schon immer machen, weil ich habe keinen Content. Vorteil Nummer 2. Warum kommen die jetzt schon? Das war eigentlich nicht gewollt, dass die jetzt schon da sind. Big Baba. Hä, das backt richtig rum. Big Baba Bubu IRL Streams können wir auch machen. Mit Restaurants, weil ich dann essen kann. Das ist Vorteil Nummer 2. Das ist sehr cool. Da halten wir uns im Heft. Okay. Vorteil Nummer 3. Vielleicht endlich mal Kooperationen, weil Facecam gleich Geld, hat mir Veto gesagt. Und das ist Big He Crazy. Das wäre auch cool, weil er meinte, man sieht zum Beispiel Stuhl und so. Aber ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Weiter geht's. Oh, wiu, wiu. Achtung, Achtung, Twitch Prime kostenlos, Jungs. Reinzappen. Okay, Jungs, wichtig. Wir machen jetzt erst weiter, bis ein Sub kommt. Dann geht's weiter. Wir können den ganzen Tag hier warten. Ich muss Stream in Länge strecken. Yo! Cool, danke für den dritten Kuss raus. Danke, danke, ich küsse deinen harten. Weiter geht's. Vorteil Nummer 4. Ich könnte. Da steht könnte, Jungs. Das ist nur, weil es in den Vorteil mit drin ist. Ich könnte bei so IRL-Events mitmachen. Wenn ich relevant werde oder wäre. Aber! Ich bin irrelevant. Also ist das vielleicht doch kein Vorteil. Weiter geht's. Vorteil Nummer 5. Postfach. Das wäre big, big crazy. Weil wenn ihr wisst, wie ich aussehe, könnt ihr auch wissen, wie ich heiße. Versteht ihr? Weil wenn ihr wisst, wie ich heiße, wisst ihr, wie ich aussehe. Versteht ihr? Genau. Oder irgendwie so in der Art. Keine Ahnung, Digga. Aber das waren jetzt die Vorteile, Jungs. Kommen wir. Hä, seid ihr dumm? Würdet ihr jetzt meinen vollen Namen googeln, würdet ihr safe ein Bild von mir finden. Ich teste mal ganz kurz. Hä? Ja, okay, vielleicht doch nicht. Danke, danke, ich küsse deinen harten. So, jetzt kommen wir zu den Nachteilen, Jungs, von Facecam. Okay. Also, Nachteile. Nachteil Nummer 1. Ich bin hässlich. Brrr. Das war der erste Nachteil. So, Nachteil Nummer 2. Falls ich mal rausgehe, habe ich immer Angst. Und ja, ich weiß, dass ich in Luxemburg und lebe und irrelevant bin, aber trotzdem hat man Angst. Versteht ihr? Das ist einfach so. Das ist kein Witz.
Ich weiß, dass mich keiner erkennen wird, weil ich in Luxemburg lebe und irrelevant bin. Aber man hat trotzdem die Angst. Natürlich, Digga. Sogar gestern noch, da war so ein Kiddie. Was heißt Kiddie? Der war so 10 oder so. Und der hat Minecraft geschaut, aber der hat Gott sei Dank nur Dr. Banks geschaut. Versteht ihr? Und dann hätte ich halt Angst, dass irgendwer mich anspricht und sagt, ey, bist du nicht Let's Digga, ich habe einfach Angst. Okay? Oder stellt euch vor, ich gehe auf die Gamescom. Da safe. Safe, zu 100%. Und stell euch vor, ich wäre da mit meiner Mutter oder so. Dann wüsstet ihr auch, wie meine Mutter aussieht. Und das wäre auch nicht cool. Versteht ihr? Und, Digga, also Gamescom, da ist safe einer, der mich ansprechen wird dann. Das ist scheiße. Oh, wait. Kommt Gamescom jetzt? Ach so. Jetzt ist das vergessen zu drücken. Ja, Set Pepe. Du bist 18, warum gehst du nicht allein? Was? Ach so, ja, weil. Ja, ich könnte ja auch. Ja, ich darf nicht alleine raus, Jungs. Ohne zu fragen. Vor allem nicht so weit. Aber egal. Nachteil Nummer 3. Ich muss vor Stream oder Video schauen, wie ich aussehe. Und darauf habe ich keine Lust. Pipo WTF. Also, sagen wir, ich stream samstags ja immer early. Und da stehe ich normalerweise, ohne Facecam stehe ich auf, esse kurz was und dann stream ich. Und da sehe ich halt fast immer aus wie der größte Hurensohn. Also ich sehe aus wie ein Penner. Und wenn ich Facecam habe, muss ich dann halt duschen gehen, meine Haare machen und mich anziehen. Das ist scheiße. Musst du nicht? Ja, okay. Aber stellt euch vor, es kommt ein Neuer in den Stream rein und denkt sich erstmal, brrr, was ist das für ein bekiffter Hurensohn? Versteht ihr? Obwohl ich nicht kiffe. Das ist scheiße. Ist doch egal? Nein. Ist egal? Nein. Aber das war's mit den Nachteilen, Jungs. Das war's mit den Nachteilen. Jetzt ist die Frage, Facecam ja oder nein? Und damit ihr auch mal reden dürft, gibt es jetzt eine Abstimmung. Mods! Wir warten. Okay. Ja, okay, ich denke mal, Abstimmung ist fertig. Ende der Präsentation. Jetzt werde ich euch sagen, was ich mache. Okay. Aber erstmal, wie fandet ihr die Präsentation? War gut? War gut, danke. Ich hab mir voll Mühe gegeben. Ich hab, wie lange hab ich gebraucht? Ich glaube, ich hab Re-Rap 25 Minuten oder so gebraucht. Und ich hab mich immer gebessert. Weil hier am Anfang war noch alles so richtig brr, aber da wurde's immer besser. Vor allem hier mit dem drehenden Sage. Warte. Okay. Mario Kart Wii! Okay, Jungs. Ja, okay, dann sage ich jetzt, was ich mache. Ich muss erstmal Präsentation. Pipuff. So, jetzt müssen wir Paint aufmachen.